Ein freundliches guten Tag, hallo. Ich grüße euch alle herzlich zur ersten Folge von meiner Singleplayer-Kampagne von Endless Space. Disharmonie. Ich habe das Addon ja auch geholt gehabt, schon von Anfang an. Für die Leute, die das noch nicht wussten. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich das hier weitermache. Beziehungsweise eigentlich mit dem Keks zusammen. Aber da der Keks... Wir haben ja schon MP-Runde und ein paar Sachen mehr, die wir auch so machen, hat er jetzt noch wenig Zeit, da er auch noch lernen muss, für da er Student ist, also ist eine faule Sau. Nee, war ein Scherz. Nicht böse nehmen, aber, ne? Naja, egal. Ich habe eigentlich vorgehabt, das MP aufzunehmen, aber Fraps hat versagt. Ich guck jetzt gerade extra nochmal nach, es funktioniert noch weiter. Also, da hat die Aufnahme nicht funktioniert. Ist zwar scheiße, aber gut. Was will ich ändern? So, dann klatschen wir jetzt mal hier ein paar Dingens rein. Machen wir mal das Amöbenkollektiv, die Harmonie. Nee, Shaden, die will ich jetzt gerade gar nicht. Autonoms? Ah, nehmen wir mal die Autonoms, ist okay. So, dann haben wir jetzt mal ein paar drin. Spielen tue ich jetzt nicht auf Hard. Machen wir auf normal. Ja, normal reicht. So extremer Pro bin ich jetzt auch nicht. Galaxien. Galaxiering. Galaxiering. Zwillingsgalaxie. Boah, nehmen wir mal eine Zwillingsgalaxie. Alles klar. Gut. Zu dem Imperium, was ich spiele. Ich spiele das Westimperium. Wo der glorreiche Mr. West als Anführer sitzt. Na, also ich habe meine Dings hier selber erstellt, ein bisschen im Imperium angegleicht, habe halt ein, zwei Sachen da verändert, die ich halt für besser halte als das Imperium selbst. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich habe immer nur so zwei Kleinigkeiten geärgert. Es ist ein bisschen militärisch ausgerichtet, nicht extrem wissenschaftlich. Und darum halt Produktion. Weg, weg, weg. Ja, das ist der Standardtext, wenn ich hier das Imperium-Ding ins Spiel. Was machen wir hier? Tundra natürlich erstmal. Bodenverbesserung. Dann unser Aufklärer, der fliegt erstmal zum nächsten System. Und da ist nichts. Dann gucken wir jetzt erstmal durch. Was ich euch empfehlen kann, ihr könnt ja erst am Anfang gucken. Ihr geht hier drüber. Dann seht ihr diesen kleinen Text. Hinsichtlich der Volumen, nicht Masse, sehr groß, relativ kalter Stern, bla bla bla. Unwahrscheinlich, dass da was zu kolonisieren ist, okay. Treten häufig... Okay. Häufig leicht kolonisierbare Planeten. Ich bin gerade überlegen, eventuell dann mein Kolonieschiff direkt dahin zu schicken. Ja, komm, machen wir mal. Flupp. Und hier setzen wir gleich noch ein Kolonieschiff dran. Und was braucht man noch? Forschung. Forschung würde ich euch am Anfang empfehlen, wenn ihr das Spiel euch auch kauft. Immer erst diese einfache Fusionsanlagen. Ich hatte auch mal zeitlang als Starttechnologie für meine Rasse gehabt. Das haben nämlich die Imperialen. Das ist tierisch geil, weil, ihr seht das selbst, 10 Produktion mehr am Anfang. Fett einfach nur. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Hier fliegen wir weiter. Da ist nichts. Hier können wir nicht lang fliegen. Dieses Weiße habe ich mittlerweile rausgefunden, das ist ein Wurmloch. Und da muss man erstmal eine Technologie dafür getaggt haben, um das überhaupt zu benutzen. Was habe ich denn jetzt hier? Ein Aufklärer? Habe ich jetzt zwei Aufklärer? Och. Ja super, warum habe ich dann beide losgeschickt? Was für ein Scheiß. Ah ne, da kann ich nicht hin. Dann flieg mal hier wieder hin. Und da wäre sogar ein kolonisierbarer Planet. Oh, sowas ist für ein Midgame ganz nice. Da ist ein Dschungelplanet, der ist zwar klein, kann halt viele Leute bauen
Und dann halt in der Mitte hat man hier einen Lavaplaneten, um den zu kolonisieren, beziehungsweise um hier ein bisschen Produktion aufzubauen. Jetzt haben wir schon ein bisschen Kohle. Kohle, 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 Kohle. Administrative Helden. Was bauen wir denn? Bauen wir so eine Kugel? Der. Was ist das doch immer für ein Viech? Was ist das für ein Viech? Okay, das ist eine Amöbe. Das ist der Witz ja eigentlich hier in dem Spiel da dran. Man kann Helden bauen, die gar nicht zur eigenen Rasse gehören. Von Anfang an. Das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Na, zu welchen Rassen gehört er denn? Lol. Egal. Doch, die sieht doch ganz nice aus. Erinnert mich irgendwie an den Silverstar. So. Ah, Silver Surfer, Entschuldigung. Den setzen wir hier ein. Ich kann euch auch gerne zeigen, warum. Hier dieses Administrative untersuchen. Dann haben sie halt extrem viel Arbeit. Und dieses bringt auf Sternsysteme schon von Anfang an 14 Nahrung und 14 Produktion. Und das macht halt einen sehr schnellen Start. So, weiter geht's. Ich könnte jetzt natürlich von hier aus wieder zurück nach da fliegen. Oder ich bleib da erstmal stehen. Ja, ich bleib da erstmal stehen. Obwohl, ich könnte jetzt auch mal. Komm, mach mal einfach mal. Ja. Okay, ich kann nicht weiterfliegen. 40% mehr EK. Jiha. Macht das. Ihr seht das, wenn ich 40% mehr habe. Das bringt's eigentlich, aber auch nur eigentlich. So, weiter geht's. Genau, das haben die jetzt gebaut und. Oh, ich könnte es eigentlich auch. Oh. Nee, komm, wir fliegen hier hin. So. Damit fliegen wir auch mal weiter, dann können wir alles schneller erkunden. Und jetzt passen wir noch die Steuern an. Nee, das ist mir nicht wert, für zwei Nahrung mehr, so viel Geld zu verlieren. Geld ist zwar am Anfang nicht so wichtig, aber wichtig genug, dass wir das jetzt nicht einfach so verschwenden. Bisschen Kohle bekommen, Kohle, Kohle, Kohle. Was haben wir hier? Wurmlochpendel. Okay. Wurmlochpendel. Wo? Hä? Ach, da ist das. Nee. Seismischen. Da. Okay. Ja, das dauert wohl eine Zeit lang, bis man das bearbeiten kann. So, das haben wir, das haben wir, da sind wir auch weiter. Da können wir nicht hin. Hier sind wir fleißig am Bauen. Ja, dann müssen wir warten.
Schön, wir können da nichts kolonisieren. Was können wir hier? Da könnten wir was kolonisieren, sind also genau in die falsche Richtung geflogen. Ich fliege jetzt erstmal prinzipiell dahin, oder? Wasserwelt. So, jetzt erstmal tacken. Moment, dann das, das, das. Ne, das. 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 Und dann machen wir mal das. So. Tacken erstmal die ersten Technologien. Jetzt können wir auch, glaube ich, bei uns nichts mehr weiter erkunden. Oh, die schönen Zwillingsgalaxien. Also, grafisch ist der Hintergrund eigentlich ganz nett gemacht. Hat man ja letztens auch beim gesehen, wo der Komet hier auch vorbeigezogen ist, bei dem Runde mit, ihr wisst schon wen. Dessen Namen ich nicht aussprechen darf. Nein, Scherz. Mit Keks. Nur einmal Titanium? Was ist denn das für eine Scheiße? Gut, das bedeutet, Wasser ist auf jeden Fall wichtig zu bekommen. Für mich. Mehr Produktion oder Kolonieschiff? Mehr Produktion. Aufklärer erstmal nach da, Kolonieschiff nach da. Die schicken wir auch mal nach da. Gucken wir mal, ob wir jetzt alles mal hier ein bisschen bearbeiten können. Ja, mehr Nahrung. Gut, mehr Nahrung bedeutet mehr. Nee, kann ich nicht machen, weil wenn ich mir jetzt mehr Geld bekomme später, kann ich mir auch noch schnell einen neuen Helden holen. Das bringt mir dann halt ein bisschen mehr. So. Held ist aufgelevelt. Wir geben dem, dass der mehr arbeiten kann. Denn jetzt schalten wir zum Beispiel hier das hier frei. Ingenieur. Tierisch geil. Wenn wir jetzt gleich nochmal 10 drauf bekommen, nicht nur Prozent, sondern 10 Arbeitskraft mehr. Also diese Produktionsdings der Bumster. Wow. Technologie erforscht, dann ist auf jeden Fall nach da. Wenn ich da kolonisieren kann, vernünftig. Ich bin gerade mir so unentschlossen, das Kolonieschiff kaufen oder hier auf den Dingens warten, weil der kostet 80. Wird mir aber 2 Runden sparen. Ne, ich baue lieber die 2 Runden. Weil es ja eh nur für die Planeten da oben, dass da unten das Wasab-System wird ja jetzt kolonisiert. Setzen wir uns mal an die Verteidigung unseres Systems dran. Sind zwar nur Aufklärer, aber Aufklärer sind besser als gar nichts. So, jetzt erstmal erstellen. Der ist ein Level auf. Und dann können wir ja mal sehen. 30 haben wir momentan. Und Sekunde. Du kannst ja aufleveln, untersuchen. 30 hatten wir und zack, 44. Das liegt aber auch daran, dass wir hier halt durch den Helden nochmal einen Boni bekommen auf die Prozentzahl und das steigert sich halt proportional dann mit, ne? So, was haben wir hier? Hier haben wir einen trockenen Planeten mit einer Dustader. Und hier? Dschungel. Ab in den Dschungel. Wollen wir direkt mal noch eins hinterher. Der fliegt weiter nach vorne. Und dann warten. Die Menschheit breitet sich aus. Zack. Kolonie errichten.
Also natürlich Titanium, wenn man das jetzt von Anfang an hat, hat man hier einen Produktionsboost. Aber ich will ja eher hier mehr Menschen produzieren, nicht Menschen produzieren, wie das schon klingt. Ich züchte mir da Menschen, nee, Bevölkerung, da brauche ich eher mehr die Nahrung. Da macht der Wasserplanet mehr Sinn und dann halt zwei Planeten hier, der Titaniumplanet. So, dann erstmal hier. Lass, wer mehr Nahrung da bekommt, dann eine Raffination. Und dann noch dieser komische Ball. Der Ball, der kommt da rein. Kolonisieren, Dschungelplanet, zack. Das sind alles eigentlich schöne Planeten, die man von Anfang an kolonisieren kann. Late Game werden die hinteren Planeten hier, Planeti hier, genau, Planeten hier besser. Kolonisierbar Tundra, einheimischer. Ja, da liegen ein paar Roboter rum. Warum nicht? Nutzen wir sie mal aus. Jetzt gucken wir mal. Da sind jeweils Tundra. Und was habe ich hier? Reichhaltige Atmosphäre. Wäre natürlich nicht schlecht, sagen wir es mal so. Wir tacken das, dann das und dann gehen wir hier weiter runter auf Nachhaltigkeit und kompakte Fusion. Oh ne, andersrum, weil dann fliege ich ein bisschen schneller. Statt den gehen wir den hier als nächstes kolonisieren. In unserem eigenen System und weiter geht's. Machen können wir, glaube ich, nichts. Nö, eine Runde weiter. Ich bin noch mal gespannt, wann wir die ersten Gegner sehen, weil diese Craver, die wir da haben. Wir gucken mal kurz in den Punkte. Ah, wir sind halt Vorletzter. Jiha. Die Craver sind halt ziemlich böse, wenn man der erste Platz ist. Denn die greifen immer den an, der am stärksten ist. Obwohl, wir könnten uns ja auch als erstes erstmal hier, ne? Das bringt ein bisschen Kohle. Kohle, 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 Kohle. Oder worauf hatte ich mich nochmal eingelassen? Nee, das war das nicht. Die einheimischen Robotore konnte ich ja. Ja, konnte ich die nutzen. Und hier habe ich Futter. Robotore oder Futter? Gehen wir mal nach da. Naja. Gut. Da muss jetzt für ein Planetensystem entschieden. Das ist Satrus. Ah, genau. Da fällt mir noch was ein. Das Planetensystem ist zwar jetzt nicht der Burner, aber es gibt schlimmere. Wir nennen das System da. Westopia. So, Westopia. Schreibt in die Kommentare, falls ihr eventuell in meinem Sternsystem hier auch mal verewigt werden wollt. Mit welchem Namen und halt mit dem, beziehungsweise nicht dem Planeten, sondern mit dem Sonnensystem ist das ja sogar hier, ne? Und ich werde dann halt je nachdem euch hier reinsetzen von meinen eroberten oder besiedelten Systemen. Ihr könnt euch ja sogar noch eins aussuchen und sagt ihr, hey, ich will das, wenn das noch nicht vergeben ist. Nur als kleine Anregung, falls ihr Bock drauf habt. Der hat jetzt schon einen Kerl bekommen. Und den können wir direkt hier weiter kolonisieren. Zack. Ja, mach du mal.
Ressourcen wurden entdeckt. Das war ja Absicht. Und hier haben wir auch direkt was rausbekommen. Rotzang. Okay, Monopol haben wir halt nicht drauf, aber wir kriegen ein bisschen mehr Kohle und bla bla bla. Tundra, 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 Tundra war doch, glaube ich, für Produktion, genau. Dann tauschen wir das mal. Es sind nicht genügend Leute hier, dann bauen wir das. Terra haben wir, Tundra haben wir auch, bringt also ordentlich Kohle, 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 Kohle. Danach können wir uns erstmal nicht mehr weiter expandieren. Uns fehlen Menschen. Oh doch, jetzt können wir wieder expandieren. Menschen bekommen. So. Reha. Du bist ein Dschungelplanet. Dschungel kriegt auch Geld. Boah, dann bauen wir das mal. Und das erstmal und das erstmal. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir haben das neue Sonnensystem erreicht. Satrus mit der reichhaltigen Atmosphäre. Besiedeln es. Ist ein großer, schöner Tundra-Planet. Und bauen die Produktion erstmal auf. Raffination. Tundra lohnt sich hier auch. Okay, dann das, dann das. Vestopia macht damit weiter, kein Problem. Boah, machen wir auch mal. Öffentliche Partnerschaften ist okay. Wasserplaneten machen da auch gut. Okay, das haben wir auch. Wunderbärchen. Ja, machen wir so rum. Gut. Du gehst arbeiten. Du brauchen wir Nahrung, denn unser Vestopia muss ja schneller wachsen und die Leute sind unglücklich, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man... Oh. Okay, Produktion war leicht eingeschränkt, jetzt ist sie wieder erhöht und sollte ja jetzt funktionieren. Was mir noch gerade so nebenbei einfällt, was nichts mit dem Spiel zu tun hatte. Ich habe von meinen Brüdern eine Thai-Massage geschenkt bekommen. Die habe ich gerade eben genossen und ich finde das voll geil. Man knackt so viel, ich wusste nicht mal, dass man an den Zehen knacken kann. Ich finde das ziemlich tierisch geil, dass man an den Zehen knacken kann. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wer von euch schon mal so eine Thai-Massage genossen hat, wenn überhaupt. Und was ihr davon haltet, ob ihr das für eine Abzocke haltet oder wie auch immer. Ich fand es jedenfalls sehr angenehm und sehr entspannt. Tut zwar ein bisschen weh, aber ist halt so. Weiter. Wie lange braucht mein Kolonieschiff? Okay, das braucht noch was. Du kannst jetzt auch noch kolonisiert werden. Du wirst auch mal ein bisschen vorgezogen. Dann bauen wir das. Na, ich will jetzt gerade überlegen, ob ich so einen Planet schnell kolonisiere. Oder das hier durchhaue. Obwohl, wenn ich das jetzt hier mache, kriege ich ja auch, ne? Ja, aber eine Produktion mehr. Machen wir lieber das. So. Das kostet zu viel. Das ist in der Runde fertig. Gut, dann machen wir mal weiter. Kolonieschiff ist jetzt einsatzbereit. Ich glaube, wir fliegen jetzt mal nach da, weil da zwei Planeten einfach sind.
Gut, nächstes Kolonieschiff kann gebaut werden. Wir haben einen neuen Siedler. Und weiter geht's. Jetzt muss ich mal zusammenrechnen. Pro Planet mache ich 8 Gewinn mehr dadurch. 8 mal 9 sind 72, ne? Falls ich mich nicht verzählt habe. Kostet mich aber mehr. Wenn ich das jetzt aber so tausche, dauert das 3 Runden. Das macht man aber permanent Geld dafür. Ach komm, kaufen wir es einfach. Ist jetzt egal. Wir haben es ja, wir haben es ja. Kolonisieren, Tundra oder Dustader. Ich würde jetzt eigentlich schon hier sagen, nicht die Tundra, sondern der trockene Planet. Durch den Pilz oder was das auch immer ist, ist das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ist ein trockener Planet, trocken bedeutet Geld, Raffination oder ja doch, Raffination. Ist schon richtig. So, das. Warum greifst du mich an? Warum ist dein Schiff stärker als meins? Wieso? Deflektoreffizienz, Panzerung und Waffenübertaktung. Verdammt! Kommt zur Unterstützung. Vereinen und ach so, deswegen ist er so viel stärker, weil er einen General da drin hat. Waffenübertaktung. Ja, machen wir das mal rein. Angepasst. Kurzschluss. Machen wir so. Jawohl, wir haben ein Schiff vernichtet. Von den Sofens. Das habe ich aus dem Grund getan. Erstens, ich will nicht, dass die mein System gucken, was da ist. Die andere Sache ist nochmal, was hinzukommt. Man kann das machen, ohne Krieg zu erklären. Die sind jetzt eventuell zwar was stinkig. Nee, sind sie gar nicht. Denen ist das scheißegal. Gut. Es hat nämlich den Grund. Ah nee, was ist denn kein Feind-BP, ne? Scheiße, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich jetzt dafür Forschung bekommen habe oder nicht. Hat sich mein Geld gesteigert? Oder steht das hier? Fuck, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich will nämlich unbedingt wissen, wenn man am Anfang gegnerische Schiffe vernichtet, ob dieser Boni gilt, den ich für mein Volk reingetan habe oder für mein Imperium. Weil eigentlich habe ich einen Boni da drauf. Ja. Wenn ich gegnerische Schiffe vernichte, kriege ich Forschung und Geld. Was ja anscheinend jetzt auch klar sein müsste. Naja. Gut, der konnte jedenfalls durch den Raum reisen. Jetzt will ich auch durch den Raum reisen. Das machen wir das. Das. Und danach die Waffen. Weil ein paar schöne Waffen wären ja nicht verkehrt. Auriga-System. Polarstürme. Nö, das lassen wir mal lieber erstmal. Eins. Gut, weiter geht's. General ist.
Höher, den setzen wir erstmal auch auf Produktion. Zack. Titanium haben wir jetzt. Achso, das Titanium können wir jetzt abbauen, alles klar. Gut, das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist ein trockener, trocken. Trocken bedeutet Geld. Gut. Jetzt holen wir uns erstmal noch den dritten General, den können wir uns jetzt holen. Für das Geld und den packen wir auch mal direkt hier rein. Irgendwie so ein komisches Amöbenviech, ist aber egal. Was haben wir noch? Das haben wir, das haben wir. Kolonieschiff ist gleich fertig, Kolonieschiff ist hier auch gleich fertig und weiter geht's. Wir haben noch 1, 2, 3 Systeme zum Kolonisieren, die wir kolonisieren können. Das geht ja noch nicht. Da ist ein Lava-Planet. Saurer Regen ist natürlich fies. Ja. Naja. Weiter. Was wir auf jeden Fall jetzt auch noch machen sollten. Ich habe Geld bekommen. Mal das hier wieder anpassen. Mal gucken. Gut, das macht da 5. Das hatte ich vorher. Also ein bisschen minimieren wäre nicht schlimm. Kostet mich auch nur 5, aber das kostet mich jetzt 10, dieser Schritt. Auch ein Wissenschaftspunkt. Bringt mir aber 11 Produktion auf dem Planeten. 11 Produktion. Aber 10 Gold dafür. Ne, 10 ist das nicht wert. Das ist es leider nicht wert. Vestopia hat da Dingens da gebaut. Wir könnten theoretisch dafür noch ein Kolonieschiff bauen. Ist noch nicht fertig. Erstellen. Jo, dann haben wir einmal einen Tundra-Planeten und hier einheimische Robotore. Ach, warum nicht? Was ich halt hier an diesen Spielen interessant finde, das hat man sich irgendwann eventuell von Star Trek oder von Star Wars abgeguckt. Wieso gibt's nur Wüstenplanete oder sowas? Auf unserem Planeten haben wir zig verschiedene Klimen, aber da sind immer so stellenweise, was bei uns hier nur oben ist, also nur im Norden ist oder am Äquator, das gibt es bei denen immer nur auf dem ganzen Planeten. Das finde ich ein bisschen unrealistisch, wenn man mal darüber nachdenkt. Theoretisch müsste es ja mehr Sinn machen, dass es sozusagen, wenn es leicht wäre, wäre es nicht, ja, bla bla bla. Theoretisch wäre es sinnvoller oder logischer, wenn es sozusagen verschiedene Klimazonen hier auch geben würde. Naja. Meine Meinung muss ja nicht jeder teilen. Wüste, 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 Wüste. Wüste bringt Geld. So. Du bringst hier noch gar nichts. Dann das. Und du, Entschuldigung, Leute. Bin was müde. Antikes Artefakt. Das holen wir uns. Das Geld hätten wir zwar, aber ich lasse das Loch lieber.
Oder? Nee, komm. Ich mach das direkt. So, und ich hoffe, es hat euch gefallen, die erste Folge. Ich habe jetzt keine Zeit mehr gestellt, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass eine halbe Stunde um ist und ich das rendern kann. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao.